Ja, Lara macht sich bereit. Nochmal ein bisschen recken und schon mal in die Richtung gucken. Auch ich habe mir gerade nochmal schnell einen Energieriegel reingeschoben. Hey ho, schön, dass du eingeschaltet hast zu Rise of the Tomb Raider. Ja, mit mir, dem Vorbunder. Und ja, letztes Mal sind wir hier noch auf eine Söldnerbande gestoßen. Die haben wir beseitigt. Jetzt geht's weiter. Ich befürchte, es bleibt spannend und brutal und actionreich. Also, holt euch noch schnell eine Limo, dann geht's los. Langsam, Lara. Was ist hier passiert? Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Ja, Konstantin haben wir jetzt gerade gehört, den oberwahnsinnigen Anführer hier. Auf der Suche nach der Quelle des Lichts, des Lebens. Und wir sind immer auf der Suche nach der Quelle der Laptops. Ja, damit haben wir sie auch alle. Habe allerdings inzwischen noch etwas weiteres entdeckt. Und zwar stehen hier ab und zu auch mal rote Generatoren rum. Die können wir auch in die Luft jagen. Habe ich leider zu spät gesehen. Ich denke mal, da haben wir schon zu viele übersehen. Es lohnt sich sicher nicht, nochmal den Weg deswegen zurückzurennen. Wir machen ja eh kein absolutes Walkthrough, sondern wir spielen aber die Story durch, haben unseren Spaß und nehmen mit, was wir kriegen können. Ah, ich habe jetzt den Anspruch, jedes Geheimnis zu lösen. Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Keine Spur von Jacob, unserem neuen Begleiter, von dem wir im Grunde ja noch nicht richtig wissen, was er für einer ist, ne? Also, warten wir mal ab. Ich folge mal hier den Leichen. Ein sicheres Zeichen. Da stehen noch Sachen. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Trinity. Ja, so ist es. Nochmal der Hinweis, falls ihr jetzt neu einschaltet. Ich lasse mir Zeit so ein bisschen, ne? Und das, wenn ich mich jetzt hier so drehe und wende, heißt das nicht unbedingt, dass ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll oder wo ich hin muss, sondern ich gucke mir alles ganz gerne genauer an. Hier stehen die Züge da draußen, da stehen Waggons. Wir haben also den Bahnhof erreicht. Okay. Nun denn. Was? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da drüben kommt er raus! Achtung! Lass sie nicht entkommen!
Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Das hatte ich dir doch gerade erklärt. Hast wohl nicht aufgepasst. Ja, nee, ist vielleicht ein kleines Missverständnis gewesen. Ja, aber wunderbar, ne? Also ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mal wie im Kino hier anfange, irgendwie Popcorn zu essen, mit Papiertüten zu rascheln und so. Ja, um für so ein richtiges Kinoerlebnis zu sorgen. Gut, Jacob hat uns also tatsächlich wieder gerettet aus dem See. Und wir haben auch eine andere Version des Todes von
Laras Vater gesehen, die abweicht von der Version im Film, aber gut. Wir haben jetzt unter anderem neue Missionen hier unten im Tal. Ihr seht, wo wir sind, ja. Wieder unten im Minental. Overwatch haben Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Ja, bei dem einen wird es nicht bleiben. Ja, das ist hier oben diese Hütte, diese Höhle, die so schön ausgebaut war. Die haben wir schon vor einiger Zeit entdeckt. Das ist offenbar Jacobs Unterschlupf. Gut, wir können jetzt theoretisch hier unten noch etwas weitermachen, weil ich auch diverse DLCs habe von dem Spiel. Ich würde aber vorschlagen, die bringen uns im Moment, ich kenne die auch und ich weiß, was wir jetzt machen können, und ich würde vorschlagen, das machen wir später. Wir folgen jetzt doch erstmal der Hauptstory in die Kupfermine da vorne, wo wir schon vor geraumer Zeit schon hin wollten und dann letztendlich nicht reingekommen sind. Und da ich nicht eure Meinung ich nicht hören zu Jacob. Kann, wir sollten auf sie warten. Werde ich es einfach aber so machen. Diese Schweine haben uns gefunden. Ja, du armer Kerl, aber du. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Mhm. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja, das machen wir natürlich definitiv. Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Erstens kenne ich die Höhle. Jacob hatte recht mit Ihnen. Ja, bist du fertig? Erstmal kenne ich die Höhle und außerdem ist das jetzt nicht die Mission, das von der ich versprochen nicht hatte. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Hey, da sind noch ein paar Kumpels. Ach du meine Liebe. Ich wollte eigentlich schnurstracks zur Höhle laufen, aber das war jetzt wohl nichts. Müssen wir wohl dürfen erstmal hier gucken. Sie. Da ist sie! Oh. Mann getroffen! Fackel sie ab! Ich werde beschossen! Lass es uns beenden! Okay. Wollte wenn hier ja jemand so. Ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Ah, okay. Sie versteckt sich noch. Okay, Leute, ich muss kurz erklären. Ich bin kurz doch jetzt in die Mission reingerasselt, wo ich eigentlich nicht rein wollte. Aber es ist nicht schlimm. Das können wir mitnehmen. Das hat keinen zeitlichen Zusammenhang jetzt. Das ist, können wir machen, wann wir wollen. Diese Trinity-Soldaten haben jemanden gesucht. Das haben wir auch in dem Funkspruch gehört. Ich dachte auch erst, da ist mal Lara mit. Sie muss irgendwo hier sein. Gemein. Vielleicht gibt es eine Spur. Okay, Lara. Du kennst dich aus. Besser als ich, glaube ich. Blut. Sie ist verletzt. Denkt ihr das, was ich denke? Ich muss nur der Spur folgen. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet.
Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahrmacht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Gut, das ist jetzt Baba Yaga, genau. Das ist eine ganz ziemlich aufwendige Zusatzmission, die, wie gesagt, mit der Hauptstory jetzt wirklich nicht so viel zu tun hat. Die können wir später nochmal machen. Ich werde jetzt das mit der Höhle noch erledigen, mit den Wölfen. Und also jedenfalls versuchen. Und dann gehen wir weiter in der Story. Muss die Nadja eben noch ein bisschen ausharren. Mussten das so viele sein? Mal schön looten. Haben wir hier noch was? Da guckt sie mal. Ah, tatsächlich. Und das Erz. Wir sind noch Minenarbeiter. Können wir durch das Erz liegen lassen? Ja. Wunderbar. War's. So, den hinteren Teil der Höhle haben wir schon erkundet. Also geht es zurück zu diesem verwundeten Typen. Vielleicht können wir dann nach der Nadja auch noch Bescheid sagen, dass sie dann auch hier in die Höhle geht. Haben Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier. Nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. So, da laufe ich nochmal zu Nadja. Vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht läuft sie dann auch in die Höhle. Mal schauen. Oh, sie ist schon weg. Sie ist schon weg, hat sich schon auf den Weg gemacht. Okay, auch gut. Gut, dann heißt es für uns weiter Richtung Kupferbergwerk. Inzwischen bin ich aber wirklich richtig proppen vollgeladen. Ich kann nichts mehr aufheben. Aber trotzdem bleibe ich immer stehen und gucke nach. Ist irgendwie so drin. So, hier ist das Kupferbergwerk. Vorne gab es auch ein Lager, das werde ich gleich nochmal. Sehr gut. Steigen Sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen. Aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann. Dass sie die Welt verändern kann.
Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. So, in diesem Sinne würde ich auch mal vorschlagen, wir machen für heute Feierabend. Ich werde diese Fähigkeiten noch anwenden und die Upgrades durchführen. Und dann geht es beim nächsten Mal quer durch das Kupferwerk. Das wird nämlich eine ganz aufwendige Geschichte, so groß wie das Ding aussieht. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber. Habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.